Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben gerade das fünfte Rad aktiviert hier. Oder den fünften Motor. Wir können jetzt hier aus dem Bereich, glaube ich, verschwinden. Ich glaube, hier haben wir tatsächlich alles gemacht. Wir müssen nur noch in den Underground. Aber da weiß ich noch nicht, wie ich da hinkomme. Ich gehe mal hier nach oben. Wenn ich das darf. Wo ich auskomme. Ja, perfekt. Fast sogar an der Startplattform hier. Okay, wir müssen irgendwie in den Underground. Hier war dieser eine Weg, wo man hier, ja genau, hier war das Ding, da konnte man nach da, hier musste man drüber jumpen. Hier war dieser große Raum. Hier waren wir gerade, genau, damit wir an den Motor kommen. Aber was ist das da hinten? Hier, da müssen wir hin. Ach so! Danke, dass du mir das gerade gezeigt hast hier. Da hat der einfach hier einen geilen Konstruktbogen. Dann lasse ich doch meinen fallen und nehme doch mir den geilen neuen hier. Macht der Tor mal auf. Wird wahrscheinlich eine Kiste drin sein, oder? Das Ding haben wir aktiviert, ne? Ja, ja. Flammenlanze. Okay. Flammenlanze. Kriegen wir hier einen Diamanten? Nö, nee, nur Pal. Wir kriegen hier alle Sorten der Edelsteine irgendwie, ne? Oh, Holzpfeile. Ja, das Ding hier bleibt einfach liegen. Wie kommen wir... Lol. Kann man das eigentlich auch so kaputt machen? Nee. Ich habe auch gesehen, man könnte ja auch eigentlich diese Sonau-Bauteile verwenden. Und hier einfach so einen Flammenwerfer nutzen. Aber wir haben doch ein Flammenschild. Noch ein neuer starker Konstruktbogen. Aber wir haben schon alle voll. Deswegen lassen wir das einfach. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich ja hier runter, aber ich kill noch gerade das Vieh da. Nice. Klaue ich dem noch ein paar wunderschöne Items. Na? Du komische Kackkanone. So, hier sind wir wieder. Hello. Hier müsste irgendwo der Eingang sein, tatsächlich. Boah, ich hätte die Kisten überall zerstören sollen, ne? Da sind so viele Pfeile drin. Ich weiß noch, wo die ein, zwei sind. Die müssten eigentlich da hinten sein. Komm, die gehen wir noch holen. Ich will die Kisten noch haben, weil... Ey, so viele Pfeile, das ist echt gut.
Ja, guck mal hier. Oh, sogar ein Zähneholz rein. Hä, lol? Warum liegt hier ein Rodolit? Ach, das ist das Rodolit-Schwert, ne? Nee. Hä? Warum liegt hier ein Rodolit? Hä? Hä? Warum? Hä? Ich hab doch gar nichts. Ich hab doch gar nichts gemacht dafür. Da sind tatsächlich die zwei Kisten noch. Dann haben wir tatsächlich, glaube ich, sogar fast alle Kisten. Boah, geil. Holzpfeile. Oh, die Fässer kann ich auch noch zerstören. Ja, okay, da waren nicht so viele drin, aber... Das hat sich gelohnt. Nochmal so 20 Pfeile eingesnackt. Jetzt haben wir wieder 236. Wir haben gerade 50 Pfeile einfach gefunden. Ein guter Wind. Wir haben einfach 50 Pfeile gefunden. Super nice. Ach so. Da war ja was. Okay. Ich teste mal gerade was. Dann müssen wir wieder nach oben. Ich glaube, wir müssen tatsächlich von unten da rein. Lol. Natürlich komme ich aus dem Zahnrad raus. Ist klar. Hier müsste es irgendwie reingehen. Ja, da. Boah, das ist aber auch miese. Ich brauch dich. Hallo. Ich weiß nicht, ob man das so machen soll, aber... Oh, was hat er denn? Nicht runterschmeißen! Nicht runterschmeißen! Nicht runterschmeißen! Komm hier! Nein! Du Dödel, der hat ein geiles Schild und ein geiles Schwert! Nein! Ich wollte mir das doch angucken. Das da kannst du abschießen von mir aus. Das ist mir egal. Aber wie hätte man das denn anders machen sollen? Also. Hallo? Wie hätte man das anders machen sollen? Ich sehe da gerade echt gar keine andere Möglichkeit. Naja. Wir haben das. Hallo? Ich bin bereit! Ja. Wir haben sie alle aktiviert. Das Tor auf dem Hauptdeck sollte nun offen sein. Gut gemacht. Okay, lass uns erstmal was snacken, weil so wie ich die Zelda Dungeons kenne, müsste jetzt irgendwas passieren. Ich habe auch überlegt, was ist denn, wenn wir uns so ein richtig geiles Food reindonnern? Damit wir mit, hier, das ist doch perfekt. 8 Minuten Schutz. Und wir holen uns als Bonus dann die Angriffsrüstung. Das ist doch perfekt. Okay, hier kann ich nirgendwo aufsteigen. Hier kann ich nirgendwo aufsteigen. Auf nach oben. Ja, ist doch fast perfekt gelandet, ne? Hello there. Interessant.
Boss. Unendliche Ausdauer. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Toll, ich habe nicht getroffen. Link, wir müssen die Offensive ergreifen. Ja, ich weiß. Hallo. Komm her. Du Mistvieh. Bam, Junge. Toll, danke. Oh Gott! Hui. Link, Wirbelwinde! Ja, ich weiß. Ja, was soll ich denn tun? Man braucht, glaube ich, die. Super Link, da muss ich mich ranhalten. Okay, ich muss das nicht mit Bomben aktivieren. Das ist schon mal gut. Oh, wie scheiße kalt es hier sein soll. Yo, what the fuck?
cool, goldener Staub. Der Wind. Die Windbarriere löst sich auf. Und wir kriegen einen Herzcontainer. Mein Gott, boah, wie schön. Ist die ja jetzt auf der Karte auch weg? Wie kommt man in die Umgebungskarte? Ja, tatsächlich. Die ist jetzt auch weg. Ein Herz für uns, sehr schön. Das kommt mir sehr gelegen. Holy shit. Geiler Bossfight. Und Alter, wie geil der auch aussah. Thule, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Deine Stimme. Dann hast du also immer zu uns gesprochen? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Orni-Krieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Windes. Der Weise des Windes. Und ach, wie du den Feind mit des Windes Hilfe bezwangst. Ja, du bist wahrlich mein Erbe. Der Ruhm der Orni. Das Sturmmonster, das ihr bezwangt, war ein Lakai des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du vor kurzem berühren konntest. Dem Mysterienstein. Echt jetzt? Ja, deine Verwirrung ist nur zu verständlich. Darum höre nun meine Erzählung über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung, die unserem Volke zuteil ward. Es geschah vor langer, langer Zeit. Hyrule war damals noch ein junges Königreich. Etwas abgrundtief Böses griff uns an, versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rau, Hyrules erster König, versammelte 6 Krieger und stellte sich ihm entgegen. Damit dies gelingen sollte, überreichte er uns eine Gabe. Die Mysteriensteine, geheiligte Kleinodien, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachen. Als Weiser des Windes erhielt auch ich einen solchen Stein und focht gemeinsam mit den anderen Weisen. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Seine Verteidigung war selbst für mich undurchdringlich, seine Magie unerschöpflich. Schließlich begriff König Rauro, dass kein Sieg über den Dämonenkönig möglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf. Mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Sein Opfer war es, das uns das Leben schenkte. Später erhielt ich einen Besuch, bei dem uns Orni ein geheiligter Auftrag erteilt wurde. Es war eine der 6 Weisen. Die Weise der Zeit. Ja, ich wusste es. Das Siegel hält nicht ewig. Irgendwann kehrt das Böse zurück. Der Ritter Link wird sich ihm stellen. Doch er wird eine gewaltige Macht benötigen.
Ihr müsst ihm helfen. Die Windkraft der Orni. Ich bitte euch, Link, damit zur Seite zu stehen. In diesem Augenblick waren alle Zweifel über unser Schicksal wie weggeblasen. Unser höchster Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Der Weise des Windes wird neu erwachen, wenn der Dämonenkönig wiederkehrt. Das gelobe ich. Der Ritter wird auf die Unterstützung der Orni zählen können. Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Du hast das Dorf der Orni gerettet. Doch der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Tule, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein entgegen und steh für das Gelübde ein, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Links Seite in den Schlachten, die eurer harren. Ich soll also zusammen mit Link gegen den Dämonenkönig kämpfen? Oh, Link! Das ist ja der totale Wahnsinn! Dass mich mein Ahne mit so einer Aufgabe betraut hat. Und dass ich dafür mit dir in den Kampf fliegen darf. Würde man nichts unternehmen, dann ginge die ganze Welt den Bach runter. Das könnt ihr gleich vergessen. Ich bin mehr als bereit. Her mit dem Mysterienstein! Mit dem Ring da kannst du jederzeit meine Macht herbeirufen, verstanden? Und jetzt ab nach Hause, mein Papa wird staunen! WTF einfach nur. Holy shit einfach nur. Oh.